Ich bin eine trauernde Mutter. Und was mir sehr hilft dabei ist, wenn man mich fragt, wie es mir geht. Weil da muss ich eigene Worte für meinen aktuellen Zustand finden und wahrnehmen, was in mir ist und wo ich da gerade stehe. Und diese Frage ist so einfach und doch für das äußere Umfeld so schwer. Aber es ist die Frage, wo ich merke, die mich am meisten heilt. Was für mich sehr schwer erträglich war, ist zu sagen, der Schmerz wird immer bleiben. Weil der ist so groß und so unerträglich und unfassbar, dass wenn man mich mit dieser Aussage darin hält, es unerträglich ist. Von dem her wäre es für mich hilfreich, wenn formuliert ist, ich bin mit dir im Schmerz. Ich fühle deinen Schmerz. Du wirst den Schmerz integrieren. Der Schmerz wird hoffentlich leichter werden. Was mir wehtut, ist, dass so viele so schnell zum Alltag zurückkehren oder mich gar nicht mehr trauen, überhaupt eine Frage zu stellen, weil sie verständlicherweise denken, was soll sie schon sagen in ihrer Situation? Ich möchte euch ermutigen, Nähe zuzulassen, Fragen zu stellen, Tränen und Schmerz mitzutragen, auszuhalten und mich dabei zu begleiten, ein neues Leben zu finden. Und sagt, nicht meld dich, wenn du was brauchst in der akuten Phase, sondern gibt Möglichkeiten, den Trauernden zu wählen. Hast du Lust, dieses oder jenes zu machen oder zu erleben? Hast du Lust, dass ich vorbeikomme? Brauchst du einen Kuchen oder brauchst du eine Umarmung? Je konkreter ihr Möglichkeiten schafft, der Verbindung, des sich sicher fühlen, der Nähe, umso hilfreicher seid ihr. Und vergesst die Frage nicht. Wie geht es dir?